Jo Freunde, wir waren diese Woche mit Cem im Fellhorn. Wir haben uns dieses Mal tatsächlich nicht den besten Tag rausgesucht. Es war Brückentag, es war noch in den Weihnachtsferien und dementsprechend war sehr viel los. Bevor das Video jetzt aber beginnt, lasst uns auch gerne ein Like und ein Abo da, um unseren Kanal zu unterstützen. Es war ein Stein. Mehrere. Jembo! So, jetzt da. Dadurch, dass so viel los war, war vor allem gegen Nachmittag der Schnee auf der Piste nicht mehr wirklich gut. Hier wurde es dann sehr eisig, was einfach nicht mehr wirklich Bock gemacht hat. Ich glaube, da kann schon runterfahren. Müsste schon gehen irgendwie, oder? Ich schau mal. Sonst laufe ich hoch. Deswegen habe ich eher versucht, ein bisschen abseits zu fahren, wo der Schnee noch ein bisschen weicher und noch nicht so zusammengefahren war. Scheiß Eis. Weil Cem aber noch nicht so lange fährt, haben Julio und Cem sich eher an die Pisten gehalten. Später am Nachmittag, als es auf den Pisten dann wirklich eisig wurde, hat Cem sich auch mal ein bisschen davon runtergetraut. Juhu.
Oh, ein bisschen schneller hätte ich sein sollen. Ja. Wieder auf die Küste. Ja, kannst du machen. Wobei, da ist ein ziemlicher. Du musst. Da unten, da ist ein Loch. Ja, du musst vor dem unteren Baum da. Ja, ja, bitte her. Ja, ich fahr, glaub, noch ein bisschen weiter. Eventuell ist euch schon aufgefallen, dass ich gerade einen neuen Ski fahre. Letzte Woche habe ich mir nämlich einen Armada Tracer 108 gekauft. Mehr dazu gibt's aber in einem anderen Video. Als ich im Sessellift saß, habe ich eine Abfahrt gesehen, die ich unbedingt auffahren wollte. Der Schnee hier war leider auch nicht mehr perfekt und alles war schon ein bisschen zusammengefahren. Trotzdem war es eine echt coole Line. Am Ende sind wir noch die Kanzelwand-Talabfahrt gefahren. Hier konnte Cem mit Julio ein bisschen das Carven üben. Allerdings war auch hier die Piste ziemlich vereist, was dann nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat. Und immer, wenn du gerade fährst, langsam runter und in der Kurve hoch und rum. Ski weiter zusammen. Und in der Kurve hoch. Hoch mit dem Oberkörper. Hoch, runter. Und rum. Am Ende ist der Julio noch eine kleine Runde durch den Crystal Grounds Park gefahren. Ich muss meinen Rucksack auch noch nehmen. Cem, ich muss meinen Rucksack nehmen. Boah. Damit war es das dann aber auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Peace.